Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 feiert Frankfurt am Main unter dem Motto United by Football, vereint im Herzen Europas, als Host City der UEFA Euro 2024 ein großes Freiluftfußballfest mit Gästen aus der ganzen Welt. Auf einer Länge von insgesamt 1,4 Kilometern zwischen Friedensbrücke und Eiserner Steg bietet die Fanzone am nördlichen Mainufer Fußballfeeling pur. Am 4. Juni fand im Historischen Museum Frankfurt eine Pressekonferenz statt, bei der wichtige Informationen zur bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft präsentiert wurden. Oberbürgermeister Mike Josef, die hessische Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege Diana Stolz und Thomas Feder, Geschäftsführer der Tourismus- und Kongress GmbH Frankfurt am Main, haben umfassende Einblicke in die Vorbereitung der Stadt gegeben. Um eine perfekte Infrastruktur und ein umfassendes Angebot an Aktivitäten zu gewährleisten, wurden über 30 Millionen Euro in die Vorbereitung investiert. Oberbürgermeister Mike Josef eröffnete die Pressekonferenz und betonte, dass Frankfurt bei der bevorstehenden EM eine zentrale Rolle spielen werde. Er hob hervor, dass die EM in nur 13 Tagen beginne und Frankfurt stolz darauf sei, eine der Gastgeberstädte zu sein. Außerdem betonte er, dass intensiv daran gearbeitet worden sei, eine unvergessliche Atmosphäre für Fans und Besucher zu schaffen. Diana Stolz sprach über die umfangreiche Vorbereitung und die wirtschaftliche Bedeutung der EM für die Stadt. Sie erklärt, dass die Veranstaltung eine enorme Chance für Frankfurt sei. Man erwarte nicht nur Tausende von Besuchern aus ganz Europa, sondern auch eine nachhaltige wirtschaftliche Belebung Frankfurts. Thomas Feder hob die vielfältigen Angebote der Fanzone am Main hervor. Er erklärt, dass neben den 10 großen Flatscreens, auf denen die Spiele live übertragen werden, zahlreiche Aktivitäten und Attraktionen geboten werden. Familienfreundliche Bereiche, kulinarische Highlights, Musik- und Kulturprogramm und spannende Mitmachaktionen würden die Fanzone zu einem besonderen Erlebnis machen. Ein besonderes Highlight neben den 144 Quadratmeter großen Big Screen wird der Floating Pitch auf dem Main sein. Ein schwimmendes kleines Fußballfeld, auf dem Fans in kleinen Mannschaften selber Fußball spielen können. Zum Ende hin kann man nur sagen, mit der beeindruckenden Fanzone am Main, den vielfältigen Angeboten und spannenden Events steht einer erfolgreichen Europameisterschaft nichts mehr im Wege. Die Bürger und Besucher Frankfurts dürfen sich auf spannende Spiele und eine fantastische Atmosphäre freuen.